Mein Name ist Anna Lehmann, ich arbeite im Inland, bin dort zuständig für die Linkspartei und den Bereich Bildung. Mein Name ist Christian Jakob, ich bin Reporter bei der TAZ und war für das Reportage- und Rechercheressort hier. Ernüchtert? Ja, ernüchtert. Es war jetzt nicht so, dass es total überraschend gewesen ist. Also wir haben schon ungefähr damit gerechnet. Es gab da jetzt eigentlich keine großen Überraschungen, muss man sagen, aber es ist jetzt natürlich auch nichts, was einen jetzt irgendwie froh machen würde. Also in Umfragen lag die AfD ja so bei 25% in Sachsen, dass es jetzt nochmal über 27 sind, ist schon irgendwie so ein Schlag in die Magengrube. Also so richtig freuen kann man sich nicht darüber, dass die CDU es nochmal geschafft hat, abgesehen davon, dass man sich ja eigentlich unter normalen Umständen nie darüber, als Linke nie darüber freuen könnte, dass die CDU stärkste Partei geworden ist. Aber diesmal spielt schon eine gewisse Erleichterung mit drin, aber dass die AfD mit 27% zweitstärkste Kraft geworden ist, ist tatsächlich ernüchternd. Das ist ja nur die Zahl für ganz Sachsen. Es gibt ja auch nochmal regionale Besonderheiten. Ostsachsen ist ja nochmal ein ganzes Stück stärker. Es gibt da Wahlkreise, wo sie über 40% bekommen hat. Und auch wenn man die soziale Verteilung anschaut, dann sieht es ja in einigen Milieus und einigen sozialen Gruppen auch nochmal anders aus. Also gerade bei Männern mittleren Alters beispielsweise ist die Zustimmung sehr hoch gewesen. Auch bei jüngeren Menschen lag die Zustimmung höher, als man vielleicht dachte. Bei der U18-Wahl ist es ja so gewesen, dass die unter 20% gekommen sind. Das hat sich aber gezeigt, dass in der Altersgruppe von 18 bis 25 und auch bis 35 die Werte dann nochmal stark hochgegangen sind. Das zeigt auch, dass es komplexer ist. Es reicht nicht, an einer Stellschraube zu drehen oder zu sagen, naja, das ist ein Generationenproblem oder es ist vielleicht auch nur ein Stadt-Land-Konflikt. Das ist wahrscheinlich, es hat viele Ursachen und eine der Ursachen, die auch schon benannt worden ist, dass man guckt, haben Regionen Abwanderung oder Zuwanderung und Regionen, die sehr stark von Abwanderung betroffen sind, haben auch sehr viel höhere Zustimmungswerte zur AfD. Und das ist ja wiederum auch ein Prozess, der sich sehr ein bisschen beschleunigt und verstärkt. Einige jüngere Menschen, die jetzt noch da leben, stellen sich ja schon auch die Frage, ob sie da bleiben wollen. Das ist auch nicht sehr attraktiv für Menschen, die mit der politischen Großwetterlage da unzufrieden sind, dann dabei weiter wohnen zu bleiben und sie dann auch, wie das in der Vergangenheit ja auch gewesen ist, öfter in die Städte abziehen. Ja. Ja, ich war in der Stadt unterwegs. Das war ja quasi am. Es war so eine seltsame Stimmung auch die ganze Zeit in der Stadt. Es war ja sehr schwül die ganze Woche und dann entlud sich quasi gegen Mittag hier, so entlud sich hier die ersten Gewitter. Es herrschte so eine bange Erwartung. Und dann bin ich zu verschiedenen Wahlpartys gegangen. Zuerst war ich bei den Grünen, dann bei der SPD und ganz zum Schluss bei den Linken. Und es ging eigentlich immer weiter abwärts, was die Stimmung anbelangte bei den Grünen. Da war noch so ein, also war noch Freude, ja, obwohl auch nicht ganz so überschwänglich, wie man es hätte vermuten können. Bei der SPD war so eine gefasste Trauer, so nach dem Motto, wir haben damit gerechnet, jetzt haben wir die Diagnose. Und bei der Linkspartei war es Fassungslosigkeit, also die ich dann ja quasi bei 15, 16% sind auf 10% gerutscht, also dort, wo die SPD früher mal war. Und man konnte sich das eigentlich so richtig nicht erklären. Also wir haben ja den Live-Blog gemacht, waren dann in verschiedenen Städten unterwegs. Ich war zum Beispiel in Pirna und abends dann bei der Wahlveranstaltung von der AfD im Landtag. Da war die Stimmung natürlich sehr gut. Danach gab es dann noch eine kleine Gegenkundgebung hier in Dresden. Da haben vielleicht so 100, 150 Leute sich versammelt gegenüber dem Anlegeplatz des Schiffes, auf dem die AfD ihre Wahlparty gefeiert hat. Und die haben natürlich so ein bisschen versucht, die Fahne hochzuhalten, aber es war dann schon etwas die Luft raus, muss man sagen. Politisch ist, glaube ich, so ein bisschen sammeln, nachdenken und dann mal überlegen, was man jetzt tun kann. Ja, das ist, glaube ich, so richtig ist das Ergebnis jetzt doch noch nicht verdaut. Also bei allen Parteien geht es tatsächlich darum, was kann man jetzt tun gegen diese massive Rechtsverschiebung. Wie ich schon sagte, so ganz einfache Rezepte gibt es da nicht. Und bei uns? Ja, vielleicht erstmal zum Politischen. Es gab jetzt viele, die gestern gesagt haben, jetzt ist aber der Zeitpunkt, wo man sich jetzt nur wirklich mal dazu durchringen muss, das anzuerkennen, dass es ein großes Problem gibt und endlich die Konsequenzen zu ziehen.
Und ich habe mich dann schon gefragt, was sind denn eigentlich diese Konsequenzen? Also das klang oft so durch, als ob da jetzt so eine Zäsur stattgefunden hätte und entsprechend ist jetzt also an der Zeit, wäre endlich das Gebotene zu tun, aber so wirkliche Antworten darauf, was denn das Gebotene jetzt eigentlich sein soll, die habe ich nirgendwo so richtig gelesen. Und das, finde ich, ist das große Problem. Ja, es gibt jetzt erstmal eine gewisse Ratlosigkeit. Und es wäre schön, wenn es Antworten gäbe und eine gemeinsame Strategie gäbe, aber die gibt es eben nicht. Das muss man mal sagen. Also es ist tatsächlich so, dass die AfD es sehr wohl geschafft hat, fast 30% der Wähler zu mobilisieren. Und es gibt jetzt aber keine gemeinsame Gegenstrategie, zu sagen, okay, wir zeigen der übrigen 70% oder 73%, die sagen, naja, jetzt machen wir mal klar, das ist eine Minderheit, sondern ein bisschen Ratlosigkeit. Es kommt erschwerend auch noch hinzu, dass sie die 30% ja auch bekommen haben oder die 23 in Brandenburg mit einem Programm, das eben nicht in Richtung Mitte zielt, sondern das so relativ stark von dem rechtsextremistischen Teil der Partei auch personell repräsentiert worden ist, und das hat denen offenbar überhaupt keinen Abbruch getan. Also da sozusagen darauf zu setzen, dass die Partei sich irgendwie so ein bisschen selber domestiziert, das wird jetzt wahrscheinlich nicht das sein, was man in den nächsten Wochen sieht, ganz im Gegenteil. Also der Flügel hat sich da innerhalb des Wahlkampfes sehr stark sichtbar gemacht und können jetzt auf die Erfolge verweisen, und dass die Partei sozusagen sich zu einer CDU in etwas konservativer oder so wandeln könnte, damit ist nicht zu rechnen. Also wir bleiben jetzt erstmal noch eine Weile hier, nämlich bis Donnerstag. Wir gucken noch darauf, genau, sind die anderen dann noch da, gucken ein bisschen darauf, was jetzt hier in Sachsen noch passiert. Wir wollen ein paar von den Menschen, die wir jetzt in den letzten Wochen getroffen haben, nochmal sprechen, vielleicht noch ein paar Texte auch außerhalb von Dresden, vielleicht im ländlichen Raum recherchieren und schreiben. Und danach haben wir eigentlich das feste Vorhaben, dass wir diesen Ostschwerpunkt weiterlaufen lassen wollen, mit Blick auf die Landtagswahl in Thüringen. Wir wollen jetzt nicht so einen Cut machen und das wieder auf Null zurückfahren, sondern wollen jetzt in den nächsten Wochen, bevor der Wahlkampf in Thüringen dann richtig losgeht, sagen, sowohl von Sachsen als auch aus Thüringen berichten und dann zunehmend stärker in Richtung Erfurt schauen. In Thüringen wird ja am 27. Oktober gewählt. Da ist eine ähnliche Polarisierung zwischen Rot-Rot-Grün, der Rot-Rot-Grünen Landesregierung, und der AfD. Die CDU ist sozusagen so ein bisschen zerrieben zwischen diesen Polen. Eine der wichtigsten Landtagswahlen, da geht es also auch darum, ob ein linker Ministerpräsident, der einzige, den es bislang gibt, sein Amt halten kann, oder ob es gegen eine AfD, die dort von Björn Höcke angeführt wird, verliert. Hast du es auf stumm geschaltet? Oder ja. Nicht, dass es hier anfängt zu vibrieren.